Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2 TDFLP, ja, euer G-Ding am Start. In der letzten Folge haben wir einen dicken Smoking angezogen, sind hier in diese dicke Party gestürmt und machen jetzt eine richtig schöne asoziale Stealth-Mission. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Frage. Haben wir alles schon gemacht. Ich habe es doch schon mal versucht. Die Nummer läuft sich sehr schnell tot. Versuchen Sie es einfach nochmal. Na schön. Chief Rowe, Samuels nochmal. Diese Gäste sind wieder da und... Sie dürfen rein, Samuels. Und belästigen Sie mich nicht mehr. Verstanden. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Okay. Sie können reingehen. Genießen Sie die Party. Of course. Suchen Sie nach allem, wo sich verwirrbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Bitch. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Aber für den Scanner brauchen wir mehr als das. Leer. Schade. Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Was gefunden? Nein, nur ein Credit. Zeit zum Aufstehen. Sorry. Sauber. Das ist eine Pflanze. Ja und? What's the fucking problem? Keine Haare. Keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Erstmal gönnen wir uns den Safe, weil der steht uns zu. Das habe ich so entschieden. They go pretty fucking fast, bitches. Tja. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Hautzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen. Ja. Papierchen. Keine DNS, aber... Hawk hat anscheinend versucht, KG's Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Wahrscheinlich finden wir Hawks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Okay, los geht's. Richtig undercover hier unterwegs. Shepard guckt dann auch nach rechts, warum auch immer. Da sein Kopf hängt. Ist richtig verwirrt. Da Shepards Kopf hängt. Grüß. Genau. Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. Passwort erforderlich. Arugia. Stimm-ID akzeptiert. Willkommen, Mr. Rock. Grüß. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Rock. Grüß. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Sarenmambar. Oh yeah. Bitches. Gear, sons. Oh yeah. That's what I'm talking about, bitch. Tiefe Waffen, Shuriken-Pistole und schwere Pistole. MG, ist Hammer.
Das ist also Hocks Tresorraum. Sehr hübsch. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Unheimlich. Unheimlich. Ich könnte dafür immer noch einen guten Preis erzielen. Ägypten. Sogar außerhalb der Allianz. Von unserer Welt. Wir geraten wegen sowas total aus dem Häuschen. Das ist beeindruckend. Keine Ahnung, was es sein soll. Soll. Oh, das ist die Greybox. Oh mein Gott. Da ist sie. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er offen gestanden. Nein! Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Jetzt sagt er nichts mehr. Nice one. Tötet sie! Ach, falls Maul. Oh, nein. Was? Kampfdrohne? Ist die von denen oder von uns? Fuck, ich bin verwirrt. Ah, das ist Chief Row. Ah, Chief Row. Was? Ey, voll. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Was soll ich das heute? Ich habe den Kontakt verloren. Das Maul, ich will die abschießen. Und wow, ich will sie sehen. Ich habe den Kontakt verloren. Wir wurden entdeckt. Süß. Verschwinde. Feindkontakt. Lol. Ja, wo ist die Alte denn, Mann? Ist sie jetzt tot oder was? Okay, wir pumpen die jetzt weg. Für die Baupläne. Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Was brauchen wir? Joker, hierher mit dem Shuttle. Sofort. Das ist eine Casa Locust. Ha? Die Casa Locust. Ist das eine Knarre? Ja, damit. Die Waffe, mit der zwei Präsidenten erschossen wurden. Großartig. Fuck yeah, I like this shit. Hawk hätte sicher nichts dagegen, wenn wir uns die ausborgen. Damit normal nicht. Lässt sich was anfangen. Nice. Da kann wenigstens der Doc auch mal was anderes nutzen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier diesen Raum verlassen. Das wäre smart. Oh ja, kann sie die jetzt auch wählen? Ja, ne, ich glaube schon. Ja, sie hat sie doch sogar, oder? Hat sie die gewählt? Ja, hat sie. Cool, nice. Entsichern! Feuer einmal. Bitte keine Granaten werfen. Oh shit. Vier. Könntest du dich nicht vor mich stellen, du Schlampe? Das wäre super geil.
Feuer. Nachladen. Hinterhauen. So, just down. Barriere. Das ist richtig cool an die Kanone. Oh shit, fuck my life. Ich tarne mich. Das ist richtig krass, die machen richtig viel Damage, wenn die sich tarnen. Of course. Oder setze ich gleich fest. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, hier oben einfach, komm mit. So. Datending hacken, das machen wir auch schnell. Codes gehackt, bitch. Credits! Ah, das ist immer schön. Kann ja nicht sein, dass hier so leer ist. Dachte ich mir bereits. Um die Luft zu jagen, brauchen wir schwereres Gerät. Welche Tanks? Ah, natürlich. There was some heavy shit. Holy fucking crap. Genau, was macht der unten eigentlich, ihr Lappen, ey? Oh, Credits! Tötet Salamangas und bringt mir das Mädchen! Das war Spaß. Jetzt siehst du mich! Geh in Deckung! Jetzt siehst du mich nicht! Oh, shit! Nein, 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 das ist nicht gut. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ich muss das smart machen. Okay, das ist zu weit hin. Leben aufladen. Na also. Oh fuck. Boom. Jetzt siehst du mich. Ja, mach jetzt Moment. Aber wie explodiert es? Holy shit. Das ist ja richtig übertrieben. Geben Sie auf, Kasumi. Warum sollten Sie wissen doch, was mit Ihrem Jüngerchen passiert ist, als er sich aufgewiesen hat. Nicht so über Keiji. Sie Mörder. Verschwinde! Ziel hat sich getarnt! Feindkontakt! Ich hab sie nicht mit. Ich habe den Kontakt! Sie haben massive Sie haben massive Feuerkraft! Oh, jetzt mal! Oh. Ey, ich will richtig Matrix mit Shepard. Dein Auge brennt, Mann. Sieht scheiße aus, wenn dein Auge brennt. Medizin-Kits und tote Söldner. Das nehme ich mit. Oh, schön. Tech-Schaden. Nehmen wir mit. Haltet sie beschäftigt. Ich werde das selbst erledigen. Ich werde das selbst erledigen.
kommt jemand. Was du nicht sagst. Ey, wie geht man denn gegen Barriere vor? Kein Plan. Einfach drauf. Get wrecked, bitch! Ich will nicht mehr so viel Munition. Muss ich jetzt mal töten langsam. Puh, 100 Schuss noch. Wollt doch nicht, dass ich die Sniper raushole, oder? Das wäre für euch nicht best for business. Geh auf Tauchstation! Geh auf Tauchstation. Ersatzteile bergen! Raffiniertes Öl oder sowas. Her damit. Puh, das war geil. Tür, öffne dich. Es ist an der Zeit. Oh boy. Oh. Gleich kommt so ein Sniper-Schuss. Es hätte für das Ganze einen einfachen Weg gegeben, Gunther. Jetzt zeige ich Ihnen den harten. Wir haben einen Rocket Launcher. Was will er eigentlich machen? Ach, hier sind auch noch Gegner. Ja, müssen wir erstmal mit den Gegnern gehen. Nummer 1 down. 2 geht down. Ah, links sind auch noch welche. Hell no, man. Hell fucking no chance in hell. Sie sind links von uns. That's nice. Ich bin links. Ah, ich dachte, sie sind links von uns. Alter, wie der mein Schild weggehauen hat. Unbelievable! Whoa, 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 whoa. Ich muss kurz chillen. So ab, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist zu viel auf einmal. Zu viele Gegner. Zu viel Action. Da ist er wieder. Er hat andauernd volle Schildstärke. Was haben Sie Ihrer Begleitung erzählt, Kazumi? Dass Sie das aus Liebe tun? Ist sie tot? Selbst wenn Sie entkommen, werde ich die ganze Galaxie nach Ihnen durchsuchen. Was heißt entkommen? Wir rasieren dich, Bro. Ich brauche eine freie Schneise zu dem Jäger. Schalten Sie die Wachen aus. Mach ich. Easy peasy. Kein Ding für mich. Wunderbar, Augen nach rechts.
Damn. Schon wieder gestorben. Achtung, Männer. Beschädigt nicht ihr hübsches Gesicht. Geh auf Topstation. Du stirbst. Meine Fresse. What? Grüßt euch. Grüße. So. Dann bedanke ich mich schon mal hier fürs Zuschauen. Es war sehr wild, diese Mission. Sie hat sehr viel Spaß gemacht, meiner Meinung nach. Und ja. Jetzt fliegen wir noch schnell zur Normandie. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge hoffentlich wieder. Weil wir das sehr edel immer machen. Das gucken wir uns jetzt noch kurz an. Steck ihn da rein. Kazumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kazumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kazumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt. Sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kazumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi. Lösche diese Dateien. Sex! Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Hawk wusste, dass sie den Schlüssel haben. Dann wissen andere es bestimmt auch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand sie findet und das Geheimnis publik wird. Sie haben recht. Aber ich... Es fühlt sich an, als würde ich ihn ein zweites Mal verlieren. Deine Fresse, Mann! Sie müssen es tun, Kazumi. Und das wissen sie. Ich... Kominasai, Kichi-san, Senpai! Kominasai! Diese Japanesis. Okay. Meine Damen und Herren, wir haben die Mission erfolgreich geschafft. Wir haben die Alte rekrutiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.